Zu Wort gemeldet ist die Frau Abgeordnete Mühlberg-Huber. Danke, Herr Präsident, sehr geehrte Frau Bundesminister. Zuerst möchte ich auf die Regierungsvorlage betreffend Änderung des Kinderbetreuungsgeldgesetzes eingehen. Ja, grundsätzlich gibt es ja zwei Arten von Kinderbetreuungsgeld nach der Geburt des Kindes. Wählen können die Eltern zwischen einer pauschalen Variante oder eine einkommensabhängige. Und berechnet werden bei der einkommensabhängigen 80% der Letzteinkünfte. Jene, die durch die Corona-Krise etwa in der Kurzarbeit geschickt wurden, würde sich das möglicherweise negativ auswirken. Und daher begrüßen wir diese Änderung, dass für Geburten im Jahr 2021 der Einkommensnachweis von 2019 oder 2020 vorgelegt werden kann. Und somit wird eine Benachteiligung beseitigt. Zum Antrag der SPÖ betreffend Vereinbarkeitsmilliarde für den Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen. Die zentrale Forderung ist ein Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz ab dem ersten Lebensjahr. Und dazu möchte ich Folgendes anmerken. Dieser Antrag ist sehr hoch gegriffen und ich glaube, das ist eine SPÖ-Wunschvorstellung. Sie fordern den Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen für Kleinstkinder, für Einjährige. Und da sage ich Ihnen, es gibt auch andere Möglichkeiten für eine gute Kinderbetreuung. Zum Beispiel wäre es eine angebrachte, eben Tagesmütter würden sich da sehr gut eignen, dass man die mehr unterstützt, dass man auch in Tagesmütter investiert. Weil gerade bei Tagesmüttern sind Kleinstkinder in einer familiären Umgebung und die können sich dann individuell auch entfalten. Ich halte es für einen falschen Ansatz, dass man Geld in Kindergärten oder in den Ausbau nur in Kindergärten in die Hand nimmt. Viel wichtiger wäre, dass Eltern, besonders Mütter, finanziell unterstützt werden und so ihre Kinder auch zu Hause betreut werden können. Und frage ich mich, die SPÖ, ob Ihnen eine häusliche Betreuung überhaupt nichts wert ist. Und wenn man sich den Antrag genauer anschaut, dann geht das ganz deutlich Nein hervor. Und auch daher werden wir diesen Antrag ablehnen. Wir wollen zur Kinderbetreuung, wir wollen die Wahlfreiheit für Eltern bei der Kinderbetreuung. Wir wollen, dass sich die Eltern... Wir wollen, dass sich die Eltern aussuchen können, ob sie ihr Kind in einer Kinderbetreuungseinrichtung oder zu einer Tagesmutter eben betreuen lassen. Oder, das ist das Allerwichtigste, das ist die wichtigste Aufgabe, dass die Betreuung selbst zu Hause übernommen wird. Danke.